Geht wieder los. Um uns herum erwacht die Natur aus dem Winterschlaf, die Tage werden wieder länger und auch die Sonne zeigt sich immer öfters. Während es auf meiner morgendlichen Fahrt zur Arbeit somit nicht nur heller, sondern ringsherum auch wieder grüner wird, erwacht auch auf und im Wasser das Leben. Ich liebe das Gefühl. Merklich, mit den steigenden Temperaturen beginnt neben dem Nestbau der Wasservögel auch unter Wasser wieder unser geliebter Trubel. Saisonauftakt, es geht wieder los. Für mich heißt es jetzt, aktiv beobachten und angreifen. Gerade am Anfang einer neuen Saison ist es nämlich oftmals gar nicht so einfach, die ersten Bisse zu bekommen. Obwohl ich vielleicht schon im T-Shirt am Wasser sitze und die Sonne scheint, herrschen unter Wasser nämlich oft noch ziemlich frische Temperaturen. Daran sollte man unbedingt denken und dann auch bei einigen Blanks in Folge nicht gleich den Kopf ins Futter stecken. Das Frühjahr eignet sich besonders gut, um Intensive Location zu betreiben. Der Pflanzenwuchs ist noch nicht so ganz so heftig und ich kann zumindest bequemer um meine Gewässer schleichen. Nicht zu vergessen, wie durch die Frühjahrszirkulation, also die Umwälzung der Wassermassen, das Wasser oft super klar wird. Ein genialer Vorteil, um etwas Einsicht in die Tiefe zu bekommen, aber selbstverständlich auch ein gewisser Nachteil, können die Karpfen optisch unsere Fallen besser wahrnehmen. Doch dazu später. Also, aktiv Karpfen suchen, viel Zeit und Fleiß investieren, dann rappelt es auch hoffentlich schon von Anfang an. Das Frühjahr ist meine Zeit. Alles wird grün, lebendig, alles beginnt von Anfang an. Hat unser eins interessante Spots gefunden, die richtige Taktik in der Tasche und ganz wichtig natürlich, das gewisse Quäntchen Glück dabei, kann die Saison auch beginnen. Also, ich habe da hinten eine ganz coole Stelle gesehen. Die schaue ich mir jetzt mal an und dann schauen wir mal, was da folgt. Thank you.